Also im Prinzip Okay. ist unser Problem gerade, ich habe bewiesen, dass es die anderen nicht waren. Ich kann aber nicht beweisen, dass es die beiden waren. Das heißt, letztendlich, wir können halt definitiv nur beweisen, dass ja irgendwie das Kennzeichen kam raus. Das können wir definitiv logischerweise nachweisen. Das Ja. ist ja klar auf Video zu hören. Problem ist halt nur, wir können es kein nachweisen, ja. Genau, die Bilder hatten wir ja auch bekommen. Das ist jetzt natürlich die Sache, welche Möglichkeiten bleiben? Viele. Persönlich oder sonst was. Es gibt ja genügend Kommunikationsmöglichkeiten immer noch, trotz des Handys. Alleine schon vor Ort und persönlich würde hier schon reichen. Genau. Letztlich ist die einzige, wenn überhaupt noch vorhandene Beweisquelle Die Person, die das gesagt hat. die Waldwörter. Ja. Ob du da jemanden ranbekommst, ist natürlich, wenn die Frage. Und wie glaubwürdig ist es wiederum, ne? Ja. Ja, da ist ja die Frage, was können wir anbieten? Gegen die Whitewater liegen natürlich wahnsinnig viele Akten vor, weil man natürlich demjenigen, der das dann aussagt und beweisen kann, also wenn das ein fixer Beweis wäre, dann könnte man ja, keine Ahnung, 20% Straferlass global auf alle aktuell vorhandenen Akten walten lassen. Ich glaube, der Schaden, der angerichtet wird, wenn solche Sachen rausgehen, ist höher als die paar tausend Dollar, die wir uns sparen und der uns sich spart. Ne? Das wäre vielleicht eine Option, die wir in Erwägung ziehen könnten. Aber dazu müsste das halt lückenlos sein. Also das muss halt wirklich ein Screenshot oder eine Videoaufnahme sein, die ganz klar denjenigen zeigt. Weißt du, wie ich meine? Naja, definitiv. Naja, die Sache ist, ich würde echt ungern mit denen, glaube ich, einen Deal auch eingehen, ne? Naja, wenn Zum, der zur Deal uns einen aber Seite. dazu verhilft, mein Lieber, einen korrupten Beamten, der das Leben von einem Zivilisten mutwillig durch Dienstmöglichkeiten in Gefahr bringt, dann ist es mir durchaus recht, mit denen Deal zu machen, von dem beide Leute profitieren. Naja, aber tun tue ich es trotzdem nicht gerne, tatsächlich, Ich mache glaube ich. nie Also, gerne Deals mit Straftätern, keine Frage. das ist halt, das ist echt Bauchschmerzen, wenn Aber wir das mit weißt denen du, was machen noch würden. schlimmer ist, als Deals mit Straftätern zu machen, mit Straftätern zusammenarbeiten zu müssen, weißt du? Und einer von den beiden war es. Jetzt ist natürlich die Frage, hast du, wenn überhaupt, würdest du sagen, du hast einen guten Kontakt zu denen? Ja, zwei sogar, ja. Also ich hab früher mit Magnotta und Dorgan öfter Tennis gespielt. Und auch so, wir sind eigentlich immer recht gut zurechtgekommen. Auch mit Dorgan hatte ich eigentlich nie wahnsinnige Probleme. Dem habe ich ein paar Mal den Arsch gerettet. Vor einer Hinrichtung, noch in Jackson County. Also, Das weiß ich ich. würde jetzt nicht sagen, dass er mir was schuldig ist, aber. Ich glaube, wenn ich dem gutes Angebot mache, weiß ich nicht, ob sich das nicht sogar für die lohnen würde.
Ja, Ich würde das, ich. Ja? das wäre wahrscheinlich die einzige, wenn noch die einzige Beweisquelle, die wir noch hätten. Weil sonst würde ich sagen, kannst du diese Akte sonst so einstellen oder archivieren, wie du es nennen willst, weil du wirst es nicht herausfinden. Da würde ich halt, wenn, auf Danke jeden dir, Fall willkommen, ne? Osterinsboot Ja, logischerweise ich holen, rufe ne? den mal an, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, bitte. Hey, Osa, es geht um eine DAB. Um die DAB. Also, der aktuelle Stand der Dinge ist, dass wir es 100%ig auf zwei Personen eingrenzen können. Der letzte Beweis, der uns fehlt, den könnten uns die Whitewater liefern. Jetzt beratschlagen wir uns hier gerade, ob man denen was anbieten könnte, dass sie uns das, naja, geben, den Beweis. Also die Idee dahinter ist im Prinzip, wenn die 100%ig durch ein Video, durch einen Screenshot von einer Konversation, whatever, 100%ig beweisen können, wer denen das gegeben hat und den ausliefern, dass wir demjenigen, der uns das liefert, vielleicht 20% Straferlass auf sämtliche Akten, die gerade offen sind, geben oder irgendwas dergleichen. Was hältst du einfach von dem Angebot, dass wir die Fatima halt dann einfach mal für 6 Wochen lang das Wort drauf geben, meinetwegen auch schriftlich, dass wir da keinen Antrag auf Hinrichtung stellen? Könnten wir? Die rückt nämlich auch ziemlich ins Rampenlicht. Jetzt schon, ja, ehrlich? Beziehungsweise man kann das natürlich auch ausweiten auf alle Hamadis, auch wenn die anderen gerade nicht so relevant sind, das wissen die ja nicht. Ja. Also 6 Wochen Schonfrist für die Hamadis, um wieder clean zu werden. 6 Wochen Schonfrist, was die Hinrichtung angeht. Ja, klar, logisch. Und im Gegentausch hätten wir ganz 100%igen Nachweis, wer denen da was gesteckt hat. Ich meine, Okay. also, ne, wie gesagt, unabhängig davon, ob es jetzt in den nächsten 6 Wochen dazu kommen wird und oder kommen hätte wollen, tun, mehr als anbieten können wir es nicht. Und wenn Ja. das kein verlogenes Angebot ist, weiß ich auch nicht. Das ist wohl wahr, ja. Okay, ich bespreche das nochmal mit Weiß. Danke dir. Ja, ich bin am Telefon. Ja, Tschüss. ciao. Okay, da Osa eine andere Idee. Die Hamadis, sie stehen kurz vor der Hinrichtung. Die Hamadis. Ja, zumindest die Fatima Hamadi. Die könnte man eventuell in Bälde vor den Scharfrichter führen. Das möge ich. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass die Fatima Doch, es ist ja Hamadi. alle, ja, aber generell gegen die Hamadis, es ist ja alles offen. Ich weiß, dass eine Person gerade auf der Grenze steht. Das hatte ich denen auch schon mal mitgeteilt. Ja, also ja, genau. Die sind noch nicht da, aber die sind kurz davor. Und weil das Angebot, was man denen unterbreiten könnte, wäre natürlich, dass sie 6 Wochen garantiert nicht hingerichtet werden. Und in der Zeit natürlich ein bisschen diese Akten abbauen können. Ich meine, so schenken wir wenigstens kein Geld her. Dann haben die 6 Wochen Zeit, die Scheiße loszuwerden, abzusitzen, abzubezahlen, etc. Wir sprechen nur von den Hamadis Von den oder Hamadis, von den ja. ganzen Also Whitewater. ich würde anfangen mit nur Fatima und dann würde ich es erweitern auf alle Hamadis. Man kann ja mal nur mit Fatima anfangen. Ich krieg das schon verkauft. Ist jetzt nur die Frage, gehst du mit oder nicht? Dann das willst du wiederum mit Magnata oder White klären. Wer auch immer mir das bringt, das ist mir relativ wurscht. Dann würde ich da jetzt mal anrufen und mal fragen, ob da jemand von der Führungsebene Zeit hat. Ja, I mean,
Wenn wir erstmal bei den Hamadis bleiben, da bin ich mir völlig, das ist mir völlig in Ordnung. Ja. Habe ich kein Problem mit. Dann werden wir das mal so tätigen. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt, ne? Hallo? Hallo, mit wem spreche ich? Mit dir, Arafat, warum? Ah, hallo, Arafat Hamadi nehme ich an, ne? Natürlich. Alles klar, hier ist Dr. Cordes, Dienst Nummer 11 von der Dienstaufsicht vom LSPD. Ach du Scheiße, ja. Ja, ich habe folgendes Anliegen. Es gab Ja. einen, also haben Sie gerade Zeit? Erstmal. Puh, ja, ein bisschen Zeit hab gerade, warum? Gut, also. Es geht um einen Vorfall, der stattgefunden hat in Palito Bay. Der ist gemünzt auf die Whitewater. Zu den Whitewatern gehören sie. Da haben die Ja, Whitewater, das ist richtig. Schrägstrich, ihr habt da das PD umstellt und so weiter. Darum geht's gar nicht. Juckt jetzt keinen. Da ich nicht war dabei bei der Aktion. Mag sein, will ich Ihnen auch gar nichts anderes nachweisen. Mir geht's um was völlig anderes. Der Ja. Verhandlungsführer, der vor Ort war, ich weiß leider nicht, wer das war. Er hat im Zuge dieser Verhandlung mit mir an der Tür gesagt, dass ihr das Kennzeichen der Person in dem grünen Auto überprüft habt. Ja, das ist richtig. Ich interessiere mich unfassbar für den Namen dieser Person, die euch das gegeben hat. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Sie das interessiert, aber ich habe ein großes Interesse, dass Sie diesen Namen nicht rausbekommen. Ich glaube, mein Angebot dahinter könnte besser sein. Was wäre denn Ihr Angebot? Also, da ich hier, wie gesagt, im Rahmen der Dienstaufsicht ermittle, ist es mir durchaus ein absolutes Fest herauszufinden, welcher meiner Kollegen Verräterschwein ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie haben eine dicke Maulwurf in Absolut. in Und ihre. ich persönlich weiß auch, wer es ist. Ich muss es aber leider beweisen. Dementsprechend würden wir vom LSPD der Fatima Hamadi anbieten, 6 Wochen keine Hinrichtung von uns zu kassieren, weil es steht sehr, sehr eng um die Dame. Hinrichtung, sind Sie verrückt? Ganz genau. Also Kommen Sie denn auf sowas? bei lückenloser Aufklärung, also in Form von, keine Ahnung, ich schätze mal, ein intelligenter Krimineller, und so schätzen wir euch mittlerweile ein, haben durchaus das ein oder andere Material, das die den entsprechenden Maulwurf auch überführen könnte. Wenn diese Beweislage ausreichend ist, dass wir den Ding festmachen können, dann würden wir 6 Wochen von der Hinrichtung absehen und in der Zeit könnte die Fatima Hamadi diese Straftaten absitzen bzw. abbezahlen und aus dem Cluster der Hinrichtung wieder rauskommen. Ja, ich muss da mal mit die Leute drüber reden und dann würde ich mich noch mal melden. Aber Ansonsten momentan. wir würden auch tatsächlich weitere Angebote annehmen. Also das ist schon ein sehr großzügiges Angebot, aber wenn Ihnen vielleicht was anderes vorschwebt, würden wir das gerne in Erwägung ziehen. Uns liegt da wirklich sehr, sehr viel dran, diese Person zu bekommen, wenn Sie verstehen. Ja, das ich kann natürlich nachvollziehen. Aber leider, ich heute ziemlich alleine bin, muss dann natürlich erstmal mit die Leute drüber reden. Ja. Und dann würde ich mich nochmal melden. Was denken Sie, wie lange das dauert? Ja, das kommt drauf an, wann die sind wieder wach. Konnte Ja. sein morgen. Okay. Aber konnte auch sein an die Wochenende erst. Ich weiß nicht. Okay. Behalten Sie es bitte auf dem Schirm. Wie gesagt, wir sind gerne verhandlungsbereit und dieses erste Angebot steht auf jeden Fall. Das können wir genauso raushauen. Okay, ich mal werde reden und das weitergeben, ja? Alles klar, sämtliche Kommunikation bitte nur über die Dienstnummer 11. Alles klar. Willst du mir geben die Nummer oder soll ich machen über die Nee, Leitstellentelefon? kann ich dir tatsächlich in dem Fall geben, ja. Okay. Dann kriegst du einmal die Nummer, das ist die 907 Ja. 521 267. Okay, alles klar. Ich werde mich melden, ja? Ja, fantastisch. Vielen Dank, ne? Okay, Wiederhören, ciao. tschüssi. Okay, er muss das mit seinen Leuten bereden.
Er hat aber auch ganz klar gesagt, wir haben einen Maulwurf bei uns. Und jetzt hat er gesagt, entweder vielleicht sind die morgen wach oder gegen Wochenende und dann wird er sich bei mir melden. Okay. Ha. Hey, Lederlappen, grüß dich, Hallöchen. Herzlich willkommen. So ist es bei uns, ne? Moin, ich war jetzt nur gerade im AP, ich konnte noch nicht Hallo sagen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier bist. Ein absolut geiler Name, ne? Grüße. Ja, es ist doch schon mal ein Anfang. Ich meine, die Akte jetzt so zu schreddern, wie sie ist, ist natürlich scheiße, weil die Akte ist schon sehr ausführlich und belegt, dass es nur zwei Leute sein können. Mit dem Hauptverdacht auf 88. Aber es fehlt dieser letzte, der letzte Tropfen, der fehlt noch. Ja, logisch, also ist halt warm. Das ist das Einzige, was übrig bleibt. Da bin ich schon auch Und bereit, was springen zu lassen. die melden sich dann entsprechend bei dir, ja? Der meldet sich, dem habe ich ja auch gerade gesagt, Kommunikation nur über mich, damit, also von mir aus über dich, ne, ist scheißegal. Aber dass da eben nicht wahnsinnig viel durchsickert, was jetzt hier gesprochen wird, ne? Logischerweise, ja. Naja, ich hoffe, Dennis, also letztendlich will er ganz gerne auf jeden Fall, wenn möglich, halt ganz gerne auch nochmal den Enddeal, wenn hören. Und ich denke mal, Ose wahrscheinlich logischerweise auch. Und das, was wir den bieten, ist natürlich auch arg. Wenn du jetzt drauf gehst, du siehst ganz rechts oben so ein grünes Männchen mit einer Null, ganz oben im Bildschirmrand. Aktuell ist dann Ingame-Regelabfrage über ein Skript. Da musst du nur Multiple Choice abhaken. Wenn da eine 1 steht da oben, dann bedeutet das, dass Einreisebeamte da sind. Das ist eine Kombination aus OOC und IC-Gespräch. Da kannst du ja aber keinen Fehler machen. Das ist wurscht, deine Einreise. Koshi, danke im 67. Grüß dich. Hallöchen. Also ich sag mal so, wenn angenommen, die sagen jetzt, okay, jetzt scheiß mal auf die Fatima, wovon ich nicht ausgehe, ne? Ich denke halt, dass sie wahrscheinlich das Ganze auf alle Hamadis ausweiten werden. Das wäre das einzig Sinnvolle, was sie machen können. Aber angenommen, die sagen, okay, wir scheißen auf Fatima, haben wir immer noch so viel Geld, was wir denen anbieten können, dass die sich instant die ganze Insel kaufen könnten von dem Zeug, was die sich sparen. In den Akten. Weil wenn, also jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich durch die Akte gucke, ja, warte mal, ich mache jetzt hier mal die Akte auf. Dann habe ich wie viele Anzeigen gegen Hamadi? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Du 8, hast genügend 9, Akten gegen die. 10, 11. 12, 13, 14, 15 Anzeigen, die noch nicht fertig sind. Und angenommen, du würdest jetzt sagen, okay, derjenige, der uns jetzt dieses Ding da bringt, der kriegt 20 oder von mir aus 30% Straferlass auf die Anzeigen, da spart er sich 3 Millionen Dollar mindestens. Wenn's reicht. Nur die einzelne Person. Ja, nur die einzelne Person würde, wenn die die richtige Person vorschicken, wenn die natürlich hier ein bisschen, Ja. ne, 401 mit Sprechwunsch kommen. Geldwasch legal betreiben, dann schicken die die Person, Ja, die auch nur für Sie, brennt eine Hecke. Der Kanzler am greift auf jede meisten Person angezeigt ist, am überkommen. meisten offen hat. Und dann Ja, würde die check das sich halt langsam. Jetzt brauchen Sie Millionen noch eine sparen. Absicherung Also den kommen. auszuliefern, wäre auf der einen Seite Ja, fürs probieren Sie schon Leben mal mancher sobald Sie gegen Personen Spur kommen. interessant Ja, check wird und gemacht, zum komm. anderen absolut Ende. interessant für das Geld. Und ich sag dir jetzt eins, wenn die das ablehnen, wenn die uns den nicht ausliefern, sitze ich hier 6 Tage die Woche und sorge dafür, dass ich die alle an die Wand stellen kann. Damit sie vielleicht nach dem ersten Hingerichteten merken, wie schlau es ist, mit mir zu sprechen. Du, also eine gewisse Person ist da an der Grenze, denen fehlt ein Monat. Ein Monat fehlt ihm. Ja.
Also nach kurzer Prüfung, ne? Nur nach kurzem Gucken von den Monaten, nicht intensive Aktenprüfung. Eine Hafteinheit stimmt, fehlt für die Hinrichtung. Ja, siehst du, aber da ist genau. Dieses Angebot ist halt unglaublich gut. Und dabei, da ist halt auch dann scheißegal, ob die ihre Strafe bezahlen können. Die stehen dann an der Wand und dann war's das. Dann ist rum. Also die wären schön blöd, wenn sie das nicht machen würden. Die Frage ist nur, ob die es überhaupt beweisen können. Und ich glaube, dass die das wahrscheinlich nicht werden können. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Beweise haben. Wir spielen hier gerade ein Spielchen gegen Magnotta und Dorgan. Mag sein, dass die Hamadis alles Amateure sind, dumm sind, Logistiker sind, whatever. Aber die zwei, die speichern sich den Shit garantiert ab. Die speichern sich das ab. Und ich glaube nicht, dass ich mit einem Hamadi dort verhandelt habe. Ganz einfach, weil ich sonst auch nie mit einem Hamadi verhandle. Wenn wir mit jemandem verhandeln, ist es meistens wahrscheinlich Dorgan. Das war der immer mit der Arkada überall rumstand. Und sein zweiter Mann, der daneben steht, ist garantiert Magnotta. Das heißt, die haben da sowieso die Stricke, die Fäden in der Hand und nicht die Hamadis. Die Hamadis, das sind Bots, die hinterherrennen. Die mit den Infos, das sind Dorgan und Dominik. Hundertprozentig. Und die speichern sich alles ab. Die speichern sich auch garantiert alles ab, was jemals mit den Hamadis gelaufen ist, nur für den Fall, dass es für die eng wird. Die haben sich random auf der Straße gefunden. Die Frage ist halt nur, ob es so geschehen ist, dass es abspeicherbar war. Ein SMS kannst du definitiv abspeichern. Von mir aus noch ein Anruf. Aber persönlich wird halt schon wieder schwierig. Aber schau mal, es würde ja schon ein wahnsinniger Schritt nach vorne sein, wenn die eine SMS präsentieren könnten, die am 6.12. überhaupt nur passiert ist, oder ein Anruf, und wenn da bei der Nummer Kaminski dran steht, dann hat er gelogen. Und dann hat er uns falsche Beweise präsentiert. Weißt du, wie ich meine? Selbst nur der Umstand, dass dort ein Anruf oder eine SMS gelistet ist mit seiner Nummer. Frage mal schon, welche weitere Streife sie beim Brand ereignet? Würde schon ausreichen, um ihn zu überführen, meines Erachtens. Das müsste ich seine Unit 2, glaube ich, kommen. Wenn es natürlich persönlich war, ja. Dann ist halt die Frage, ob jemand hinter der Hecke mit einem Telefon stand, ja. Gebe ich dir recht. Aber da können wir jetzt erstmal abwarten. Er hat auf jeden Fall nicht direkt gesagt, wir haben keine Beweise. Er hat nur gesagt, er muss das besprechen und wir haben einen Maulwurf in der Einheit. Also hätte ich keine Beweise, hätte ich dir gesagt, ja, würden wir ja drüber reden, aber das, ja, haben wir irgendwo auf einem Steg besprochen, whatever, da hat niemand was aufgenommen, können wir nicht beweisen. Das hat er nicht gesagt. Ja, aber es war ein Hamadi? Das war Arafat Hamadi, ja. Arafat. Ich meine, wenn wir halt schon reingehen mit, dass wir 6 Wochen die Hinrichtung da von der Fatima Hamadi hinhalten, dann glaube ich, sagt er dir ja vieles Schönes, ne, am Telefon. Das ist mir ja scheißegal, ne? Die wissen jetzt genau, und jetzt mal unabhängig von dieser Verhandlung, die wissen jetzt genau, oh Scheiße, wir haben gerade ein Problem, wir fahren mal einen Gang zurück. Alleine damit haben wir schon gewonnen, ne? Wir wollen nicht nur Straftaten aufklären, sondern auch im Vorfeld schon vermeiden. Also gewonnen haben wir gerade sowieso. Jetzt ist halt nur die Frage, wie reagieren die jetzt darauf? Wenn die Beweise haben, müssen wir denen nur ein Angebot machen, das deutlich besser ist als das, was der Täter, der vermeintliche Täter, denen gemacht hat oder machen kann. Und ich glaube, da sitzen wir am längeren Hebel. Und wenn die nicht komplett auf den Kopf gefallen sind, dann wollen die nicht an der Wand stehen. Und dann nutzen die 6 Wochen aus, um clear zu werden.
bin gespannt. Kann alles werden. Ich traue denen halt alles zu. Ich traue denen auch tatsächlich zu, dass sie dann versuchen werden, uns einfach komplett zu verarschen. Ja gut, aber was wollen sie denn machen? Ich meine, wir können labortechnisch prüfen, ob diese Screenshots echt sind. Das ist jetzt nicht das Problem. Du siehst ja, ob da mit Photoshop was bearbeitet wurde oder sonst was. Also so ist es nicht. Wenn die ganz klar einen Screenshot oder eine verwendbare Videoaufnahme von diesem Gespräch haben, dann haben wir denjenigen an den Eiern. Und dann können die haben von mir, was sie wollen. Ja, ich glaube, wir haben eine Ratte hier im PD und da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, wer das ist. Und jetzt müssen wir die Chance nur noch ergreifen. Ja. Ja? Ja? Ich erstatte mal der Leitung Bericht, ne? Wir haben nichts anderes übrig. Hallo? Hallo. Wir haben telefoniert mit Arafat Hamadi. Er hat uns ganz klar zu verstehen gegeben, dass wir definitiv einen Maulwurf im PD haben. Dem haben wir unterbreitet, dass es sehr, sehr eng wird um die Frau Hamadi. Mit dem Angebot sind wir dann eingestiegen und er hat gesagt, okay, er wird sich mit seinen Leuten bereden. Er ist nur gerade heute nicht unbedingt gut aufgestellt, deswegen entweder morgen oder Richtung Wochenende. Und dann wird er sich bei mir melden. Jegliche Kommunikation findet nur über mich statt. Das ist mit ihm abgemacht. Wir haben also nicht pauschal gesagt, sie haben keine Beweise. Sondern, dass sie drüber sprechen müssen. Ja, das habe ich auch gerade rausgehört. Mhm. Also, das heißt, aktuell sieht es meines Erachtens ganz gut aus. Weiß es da ein bisschen skeptischer, aber wir haben gute Angebote. Von Straferlass bis Hinrichtungsverschonung haben wir viel anzubieten. Das muss der andere erstmal toppen. Das ist richtig. Ja. Und ich glaube, niemand steht gerne an der Wand. Das ist auch richtig. Ja. Also ich bin, ja, ich mache das so wie meinen gestrigen Dienstag. Ich gehe ohne Erwartungshaltung rein. Das tue ich auch. Was passiert. Das tue ich auch. Auf der anderen Seite, ich habe denen auch klar gesagt, ich bin auch für Verhandlungen offen. Ja. Also bevor die sich gar nicht melden, sollen die halt mal ein Angebot machen. Und natürlich, ja. Es versteht sich von vornherein nur für die einwandfreie Überführung. Das ist ganz klar. Ja genau, ein wasserdichter Beweis. Ja. Und kein, hier ist ein gefakter SMS-Chat. Ja, ja, ich meine, wir haben auch Photoshop. Wir können das prüfen. Das ist nicht das Ding. Ja, genau. Eben. Also wir haben hier ein Labor im PD und ich habe einen ganzen Turm mit einem Labor. Ich glaube, ich kriege das hin. Ja. Ja. Okay, ja. Ein ganzer Turm minus zwei, drei kaputte Etagen. Das ist richtig, das ist richtig. Da war mal ein Feuer, die Fahrer war zu langsam und die Schläuche gingen nicht. Genau. Die Schläuche haben das Auto weggeschmissen. Richtig. Nee, gut, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Dann hatten wir jetzt noch Inventur gemacht. Das ist soweit auch erstmal abgeschlossen. Dann sollte hier noch zwei Akten sollten bearbeitet. Das ist Strafe eingezogen. Das ist hier schon mal gut. Haben die den Montenegro erwischt? Nee, okay. Gut, aber eine Akte ist schon mal wieder abgeschlossen da oben. Muss Kaminski da noch prüfen. Eventuell ist das das Letzte, was er tut, wenn ich mit dem fertig bin. Aber gut. Okay, gut. Ja, das war's eigentlich von uns. Ja, okay. Alles klar. Dann weitermachen. Tschüss. Ja, tschüss. Dann sind wir von meiner Seite aus erstmal fertig tatsächlich.
Oder hast du noch was? Ich prüfe. Schwarzes Brett, FIB-Akte. Ich prüfe. Wollen wir das mit aller Akten bis zur Dings erstmal noch drin lassen und rausnehmen? Ja, genau. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal nochmal drin für uns. Es sind ja nur wir beide hier im Department. Und dann können wir immer noch, genau. Nee, richtig, ja. Achso, ich habe auch nochmal ein Thema. Ja. Aber nee, da würde ich auch so machen, ja. Das ist in Ordnung. Okay. Okay. Was ich jetzt noch gehabt hätte, ist folgendes. Wir haben aktuell was für Dienstfahrzeuge? Kannst du mir das mal sagen? Wir haben einmal einen Stanier. Den Stanier? Da ist die Variante ziemlich egal. Also ob du diesen alten oder diesen aktuellen nimmst. Also alt und neu, ne? Genau. Ja. Das ist halt Stanier. Punkt. Ja. Und dann noch als markiertes zweites, hast du diesen FIB Bravado, Buffalo, Dodge Charger Verschnitt halt, ne? Ja, Buffalo, genau. Nur die beiden. Das sind die einzig markierten Fahrzeuge vom FIB, die ich jetzt wüsste, ja. Nicht mal ein Offroader. Nö. Okay, I see. Gut. Ja, ich denke, da werde ich nochmal einen Offroader dazu bestellen. Ne? Eventuell nochmal einen Speedo für Abtransport. Und ich glaube, ich werde die nochmal in die Lackiererei geben, ne? Oder gibt es da Einwände? Mir ist das persönlich egal. Also. Okay. Solange man den Stanier und den Buffalo würde ich beide lassen. Die bleiben, nur die Lackierung würde ich halt ändern. Genau, ja. Also, Lackierung, mein Gott, ist mir egal, also. Ja, ja. Wenn es nicht pink wird oder lila, ne, dann. Nee, um Gottes Willen. Ich hatte eher so im Kopf da die farbliche Anpassung, so wie hier auf meiner Jacke gerade zu machen. Ich finde aktuell ist das ein bisschen heller alles. Also ein bisschen so mehr in die Richtung geht und dann deutlich klassischer tatsächlich. Also im Prinzip wie die anderen Autos mit weißen Türen einfach, weißt du? Also blaue Autos, weiße Türen und dann halt noch verschiedenste Aufschriften halt. Sowas so etwa in die Richtung. Ja, ich denke mal, dass du da wahrscheinlich sinnlich, bildlich was wahrscheinlich hättest, ja. Ja. Hattest du eigentlich bisher irgendwie mal diese Einsatzbewertung machen können? Was du ja mal vorgestellt hattest. Nee, bisher noch nicht. Da wollte ich eigentlich zum Casino-Einsatz was machen. Dann spreche von kommen. Aber habe ich jetzt noch nicht zu. Ja, Feuer aus, wir lösen aber die Sperrung auf. Kannst du natürlich auch machen, ne? Ja, das habe ich so mitkommen. Ja, Problem ist halt nur, meist werde ich auf irgendeine andere Unit gesteckt, ne? Ja, das ist ja egal. Weil du kannst ja trotzdem machen im Rahmen deiner Aufgabengebiete. Ja, genau. Allerdings ist es trotzdem finde ich, wenn du sagst, okay, du fährst da jetzt hin im Status quo gemäß Regelwerk, ja, und überwachst, kannst du halt besser überwachen, als wenn du explizit eingeteilt bist und auch von der Command zum Beispiel benutzt wirst. Ja. Dann bist du halt, also dann wird halt das Blick, wird der Blickwinkel etwas kleiner, dadurch, ja, sicher, dass du, ja. Ne, Nee, da hast du recht. Aber also deswegen. So, wenn das ein Einsatz ist, bei dem du trotzdem viel mitbekommen hast, kannst du das ja trotzdem ausfüllen. Das ist jetzt nicht das Problem, genau. Ja, okay.
Die willst du jetzt nicht unbedingt, ne? Ich glaube, wir haben die jetzt nirgendwo eingefügt, ne? So war das, ne? Einfach, wenn Leitung halt übergeben. Genau, einfach der Leitung als Feedback übergeben und das kann natürlich dann auch verwendet werden, um positive oder negative zu beantragen, genau. Ja, jo. Genau so. Genau. Ja, okay. Nee, sonst hattest du eigentlich schon mal irgendwas sonst gemacht, groß als FIB-Tätigkeit, außer BMS oder jetzt diese eine DAB? Ja, weil wir haben sonst also keine DABs, ne. Ja, die Sache ist, Ausrüstungskontrollen. Habe ich noch gar nicht dazu? Gemacht. Habe ich noch nicht gemacht, ne. Aber die werden auch in Kürze passieren, ja. Ich wollte mich jetzt hier erstmal in diesen ganzen Aktenkram noch einarbeiten. Und ja, jetzt bin ich fit, jetzt weiß ich auch, wie alles funktioniert. Oder dass es so funktionieren soll, wie es funktionieren soll. Und jetzt können wir ganz normal wieder auch dem Krimskrams hier nachgehen, ja. 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 Das wäre, also ich weiß nicht, ich sag mal durch gerade, auch wenn... Wobei man sollte die logischerweise jetzt nicht als schlecht bewerten, diese Ausrüstungskontrollen als betroffener Beamter. Aber ich sag mal, ich persönlich finde, es zeigt durchaus ziemlich gut, dass wir halt auch was machen. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja, 100%. Deswegen bin ich davon tatsächlich auch an sich ein Fan, sag ich mal. Weißt du, was ich halt meine? Ja, natürlich. Gerade auch potenziell bei neuen Beamten. Ja. Weil gerade bei den neuen Beamten sollten wir eh immer ein Auge drauf haben, dass die ganz klar merken, ey, wir sind hier, wir machen was. Damit die eventuell verschont bleiben von den kriminellen Sachen, ne? Hm, natürlich. Als Beamter. Nee, gut, dann starten wir damit jetzt auch durch, ne? Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Gut, wenn sonst nichts ist, weitermachen. Ja, ich, ja, hab ja. Nichts mehr. Dann raus hier. Tschüss. Willst du AD? Nee, ich bleib noch. Nee. Ich schau mal kurz im Schrank was nach.